Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Gespräch hier in der Galerie Hegemann. Einer der Orte, den du immer gerne aufsuchst, wie ich das so München höre. Allein auch schon aus einem rein privaten Interesse. Ja. Umso schöner, wenn Holger mich einlädt. Ich stelle sehr gerne aus, hat wunderschöne Räume. Kommen wir wahnsinnig gerne hin. Ja. Schön, und das haben wir zum Anlass genommen, einfach mit dir darüber zu sprechen, ja, über das, was dich bewegt hat, von Anbeginn deiner Kunst, wie du dazu gekommen bist. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen wollen, die du vielleicht das eine oder andere Mal schon gehört hast, aber nein. Mir geht es aber hauptsächlich um den Menschen, Jörg Döring, denn das ist ja das, was uns ausmacht, uns Menschen authentisch zu sein und als Mensch rüberzukommen. Und ich denke, immer die, die es geschafft haben, das zu tun, sind auch erfolgreich in dem, was sie tun. Ja. Und die Menschen sind begeistert davon. Das ist schon genau der erste richtige Punkt. Ja. Also das, was ich tue, ist absolut 1:1 mit meiner Person. Ja. Je mehr ich mich da auch selber finde, umso besser werden die Arbeiten aus meiner Sicht auch. Also ich habe in den Anfangsjahren immer mal, wenn man noch jung ist und versucht, einen Weg zu finden, immer mal ein bisschen adaptiert und versucht, irgendwie etwas Erfolgreiches nachzuahmen, um auch irgendwann mal damit vielleicht auch eine Form von Erfolg zu finden. Und das hat eigentlich immer dazu geführt, dass die Sachen immer nur eine B- und C-Qualität hatten, weil das nicht meins war. Mhm. Ja, sondern es war gut, aber es war nicht wirklich gut. So, und mit den Jahren entwickelst du als Künstler immer mehr Eigenständigkeit und immer mehr eigene Sprache. Und dann hast du auch sichtbar eine höhere Qualität und auch eine eigene Qualität. Also wenn die nur dich ausmacht, ist ganz wesentlicher Punkt. Absolut, absolut. Denn, also ich meine, du sitzt da und hast aber 30 Jahre Kunsterfahrung schon auf dem Rücken, auf dem Buckel, genau. Das heißt, du hast ja schon früh begonnen und gerade eigentlich nach dieser extremen Hochphase des Pop-Arts. Du bist einer der anerkanntesten und bekanntesten Pop-Art-Künstler hier, zumindest in Deutschland, wenn nicht Europa, und stellst auch weltweit aus. In Hunderten von Vernissagen und Veranstaltungen sieht man dich. Warum gerade zu der Zeit? Warum gerade zu der Zeit? Also grundsätzlich, Ursprung ist ja wahrscheinlich allein dadurch gegeben, mein Zugang dazu, weil ich bin Mitte der 60er geboren, bin also mit dieser eigentlich boomenden ersten Phase der Pop-Art, mit dieser Warhol-Pop-Art und Lichtenstein-Pop-Art natürlich aufgewachsen. Ja. Hab ein vergleichsweise junges Elternhaus und demzufolge war das präsent zu Hause. Das ist ja das Besondere daran, dass du, wenn du in der Kindheit schon und im Elternhaus schon damit konfrontiert warst, mit dieser Zeit und in dieser Zeit ja auch aufgewachsen bist, ist es ja besonders, dass du in diesen 30 Jahren dieses Alleinstellungsmerkmal geschafft hast, dass dich ja heute auszeichnet. Ja. Ja, es gab natürlich immer mal ein paar Versuche, nach links und rechts auszuscheren und sich auch mal ein bisschen in anderen Stilen und Richtungen zu versuchen. Ich habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht meiner Persönlichkeit und meinen Interessen entspricht. Also ich bin tatsächlich wirklich so geprägt und auch so stark interessiert an den Dingen, die seinerzeit entstanden sind, die eine unheimliche Energie auch damals hatten, dass ich einfach da zu Hause bin, habe das natürlich dann weiter verfolgt und versuche jetzt natürlich irgendwo diesen Bogen zu spannen zwischen dieser klassischen Pop-Art, die ich immer noch natürlich liebe und schätze, und gleichermaßen das Ganze aber auch weiter voranzutreiben ins Hier und Jetzt. Also Pop-Art hat ja immer Wellen, also mal ist es wieder gerade ganz, ganz hip und hype und dann ist es mal wieder irgendwie nicht so gern gesehen ein paar Jahre und dann gibt es wieder einen Impuls,
Impuls, der das wieder belebt. Mhm. Im Moment findet so eine Vermischung von Street Art und Urban und Underground statt und belebt aber auch die alte Pop-Art eigentlich wieder. Ja. Und das alles finde ich immer hochspannend, interessant und das ist eigentlich auch genau meins. Also da fühle ich mich auch zu Hause. Genau. Also gerne, wie ich auch Klassiker anschaue, ins Museum gehe und mir auch alte Meister anschaue. Ja, das ist privates Interesse ist da, klar. Genau, also ganz besonders, dass genau das finde ich so besonders an dir, hier auch an den Bildern, die jetzt hier wieder hängen, also dieser Bogen, den du spannst und gleichzeitig, ja, man sieht die Mickey Maus wieder und so weiter. Das sind ja die Dinge, die schon seit einigen Jahrzehnten laufen und die Menschen aber auch lieben. Also mir geht es auch so, wenn ich Pop-Art sehe, diese kräftigen Farben, alleine die kräftigen Farben. Ja, und die Aufgabe ist einfach daraus, immer wieder neue Dinge zu entwickeln, die trotzdem etwas Zeitgemäßes, Interessantes erzählen. Also es ist ja einfach nicht nur die banale Oberfläche, die interessiert, natürlich auch. Es funktioniert auch auf der Oberfläche, dass es zunächst mal ein Genuss fürs Auge ist und auch was hergibt. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, eben auch die Geschichten entdeckt, in denen man sich auch wieder zu Hause fühlt oder in denen sich Türen öffnen, die einen Gedanken entwickeln oder eine eigene neue Welt entwickeln. Mhm. Und das ist eben das, worum es mir geht. Also ich versuche nicht nur einfach diese alte klassische Pop-Art zu frönen und weiterzuführen und zu feiern, sondern ich versuche dem natürlich noch was Neues mitzugeben und etwas Elementares noch beizutragen, dass man das aktualisiert und auch auf sich, aufs Heute beziehen kann. Ne? Absolut. Das ist eigentlich so die Herausforderung dabei. Genau, Herausforderung, gleichzeitig auch ein Stück weit Garantie dafür, dass es passiert, dass du es passieren lässt und dass du es genauso umsetzt. Und da sind wir jetzt wieder dabei, am Eingang hatten wir gesagt, dass die Menschlichkeit, der Mensch als solches, die Person, die Persönlichkeit, die Authentizität eine ganz wesentliche Rolle Darum geht es. Also wenn man sich das anschaut, hat jedes Bild einen Bezug zu der Person, die es betrachtet oder die Person, die es mag oder nicht mag oder eine Meinung dazu entwickelt. Also man kann jede Arbeit für sich als eigene Information oder eigenen Input verstehen. Ja. Und darum geht es auch. Also diese Pop-Art ist eigentlich nur der größere Rahmen, aber der Inhalt als solches ist eigentlich einer, der einen irgendwie erreichen soll. Entweder an der Seele oder ans Herz fassen soll oder was auch immer. Und wenn der Moment gegeben ist, dann habe ich auch jemanden begeistert. Und dann habe ich eigentlich auch jemanden, der sagt, ich muss diese Arbeit haben, weil das entspricht exakt meiner Situation und meinem Ideal oder meinem Wunsch oder sonst was. Ja. Und darum geht's. Ja. Wie geht es dir denn momentan mit der Zeit, in der wir leben? Spürst du eine Zäsur? Ist irgendetwas passiert, wo auch du gesagt hast, ja stopp, wow, die Zeit ist ein Stück weit angehalten. Auch ich komme selbst zum Nachdenken. Wie ging es dir seit nächstes März? Mal war es natürlich vorab ein großer Schock, weil alle wesentlich relevanten Ausstellungen im Frühjahr abgesagt wurden. Das ist eigentlich so meine große Zeit. Da habe ich 3-4 große Ausstellungen lange vorbereitet, lange geplant. Und das war natürlich dann schon wirklich auch bedauerlich, auch für die Leute, die sich darauf gefreut haben. Ich hatte ja viele Arbeiten vorbereitet. Gleichermaßen habe ich dann aber nach einer Zeit auch erkannt, dass eine Situation, wie ich sie seit vielen Jahren nicht mehr habe, im Atelier Ruhe zu haben, in Ruhe arbeiten zu können, auch durchaus was Idyllisches, was Angenehmes und Romantisches hat, was ich auch so wahrscheinlich nie wieder bekommen hätte, außer ich wäre mal in Ruhestand gegangen. Ja. Also insofern war das dann etwas, was man als Positives herausziehen kann, die Gesamtsituation. Man gewöhnt sich dran. Vieles war natürlich entspannter und ruhiger und war in dem Moment auch angenehmer. Ich bedauere die Leute, die sich nicht unbedingt aus ihrer Wohnung bewegen konnten. Ich habe ein großes Atelier, ich habe das gut ausgehalten. Ich bin jeden Tag ins Atelier, konnte mich bewegen, konnte alles machen, habe den ganzen Tag gemalt und mir was gekocht und hatte alle Informationen, die ich brauche und konnte alles machen. Also ich habe gut überlebt und hatte viel Spaß. Es war eine gute Zeit. Ich hätte es nicht ewig so gewollt, aber als Abschied mal war es quasi so eine Auszeit für mich. Genau. Werte. Also wir als Wertegemeinschaft München, wir haben auch eingangs darüber gesprochen, dass ich ja vor einem Jahr die Wertegemeinschaft gegründet habe und damals nicht geglaubt habe, dass so eine Zäsur kommt. Aber gerade jetzt denken wir über Werte anders nach. Geht es dir ähnlich? Ja, absolut. Absolut. Also ich habe das auch erkannt. Es ist einfach so, dass man sich schon schnell darüber klar wird, welche Dinge wirklich elementar wichtig sind. Das war sowieso ein Prozess, der in Gang war, weil ich jetzt irgendwann mal im zunehmenden Alter natürlich auch viele Dinge anders betrachte, von vielen auch befreit bin zwangsläufig. Als junger Vater, junger Künstler hast du natürlich andere Sorgen und andere Lasten auch zu tragen und auch einen anderen Druck. Das ist alles so, mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen erledigt und ein bisschen verändert und mir so ein bisschen das Leben leichter gemacht und man sieht viele Dinge anders. Aber gleichermaßen
Gleichermaßen ist es natürlich trotzdem so, dass man auch erkennt, dass man viele Dinge nicht mehr unbedingt so wirklich braucht. Mhm. Also man kommt noch gut klar, wenn man mal ein bisschen reduziert und vielleicht ein bisschen langsamer macht. So das, was eigentlich die meisten Leute auch mal realisiert haben. Und vielleicht auch hoffentlich ein bisschen beibehalten. Also genau, dass wir nicht in den alten Trott kommen. Ne? Ja, also, das ist unter aller Hoffnung, dass vor Corona nicht gleichzeitig nach Corona ist, sondern dass sich schon was verändert im Bewusstsein. Aber alleine, dass wir heute darüber sprechen, dass wir gemeinsam hier sitzen und uns wohlfühlen in der Situation, wie sie jetzt ist, weil wir darauf zugegangen sind, weil du darüber nachdenken konntest, Ruhe hattest, so wie jeder von uns. Ja, schön. Das ist, um das mal abschließend zu sagen, das ist auch genau das, was ich mit meiner Arbeit möchte. Also es geht nicht darum, jetzt radikal die Welt zu verändern, so wie Kunz das vielleicht mal in 60er Jahren wollte, sondern es geht darum, diesen Gedanken freizusetzen, diesen Gedanken in Schwung zu bringen. Und dann muss jeder für sich einfach das weiterentwickeln, einfach weiterdenken. Und das ist eben das, was meine Kunst ausmacht und das, was wir jetzt vielleicht auch daraus ziehen wollten. Schön. Jörg Döring, heute im Gespräch. Ja. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wir sind positiv, was auf uns zukommt. Ja, wir werden sehen. Freuen uns auf die Ausstellung. Ja. Vielen Dank. Danke dir.